Herzlich willkommen, Damen und Herren. Heute Demokratietage. Heute ich sage, Herr Wo Wald, Oberbürgermeister Berlin. Das ist ja Mauer, Stroke Mauer, muss bleiben. Sie nachdenken, das ist Mauer, wie viel Euro Berlin Ökonomie hilft. Ganz Welt kommt hier Russland und Deutschland. Mauer müsste sehen. Sie bitte nach der richtig denken. Ich noch eine Kollege gehören. 18. Mai, das ist ja Mauer wegmachen. Sie bitte richtig denken. Deutschland Ökonomie sehr hilft, das ja Mauer. Ich möchte bleiben. Alles schönen Tag, viel Spaß. Dankeschön. Ich auskomme Türkei Ostanadolu. Herr Zeki Tunç. Schönen Tag, viel Spaß. Ich muss arbeiten, tut mir leid. Weiter, viel Spaß. Wie mein Live-Ticker, Mensch. Ich habe das Wort gesucht. Live-Ticker machst du jetzt nicht noch. Text-Form. Also nur bei Kassel. Okay. Also Mario bin ich dann mal ja, nee, ich war jetzt über Wochenende nicht in der Stadt und bin erst gestern wiedergekommen. Deswegen war ich jetzt nicht da. Und ich hatte, habe keinen richtigen Ticker oder so gefunden. Ich war halt mal ganz neugierig. Ich wollte natürlich wissen, was passiert. Doch gerade am Freitagmorgen und so. Morgen war ich online. Auf kassel.tv.de hättest du gucken können. Okay. Bis mittags war ich da. Gut zu wissen, ich kannte die Adresse nicht mehr. Nee, weil da habe ich echt nichts gefunden. Also oft hast du ja sowas bei den größeren Demonstrationen in so einem Live-Ticker oder so. Und das war jetzt bei dem in dem Fall irgendwie ganz schwierig. Also nur so. Das nächste Woche ist in Köthen Geld statt unser Kongress, den werde ich streamen. Okay. Danach bin ich auch wieder in Berlin. Okay. Ich immer. Okay. Ich kann ja mal die Karte kriegen. Yeah.
Anna. Also wo wir ein bisschen was immer zu schreiben, ist im Castor-Blog. Ja. Das ist dann meist auch offen und Copy und Paste von Veranstaltern. Ja. Weil ja, wir möchten den Anfang vergessen und dann kommentieren. Ja, genau. Ich habe auch so, wenn ich die Sachen dann hinterher bei YouTube hochlade, die Kommentarfunktion abgestellt. Ja. Aber du hast ja noch die Straße gehen und dann da reden. Und sich nicht im Internet anmachen. Ja, und sich dazu trollen. Ja. Jetzt habe ich mal freie Sicht auf den sehr schön. Das ist eindeutig, hier wieder der Bezirk und der Senat zu fragen. Das muss ich auch langsam noch eingestehen, der kann nichts machen. Der Bezirk hat keinen Auftrag gegeben. Da ist halt nichts mehr passiert, weil wir erstaunlich viel. Ja. Hast du gestern auch gleich schon gehört, oder? Ja, da waren zu viele Leute mit dem Smartphone unterwegs. Kanal 1 ist ausgefallen, hat gar keine Internetverbindung gekriegt über O2. Und ich habe über E-Plus auch keine Verbindung gekriegt, nur ab und zu mal. Das wäre jetzt übrigens meine Frage auch mal gewesen. Wie streamst du das rein, das Stick? Ich bin hier 10 Tage im Handy, WLAN-Kanal. Okay, und dann da per HSDPA oder was du da hast. Ist das nicht aber eine riesengroße Datenmenge, die du hier jedes Mal durchkriegst? Stunde 100 MB. Ja, schönen guten Morgen nochmal aus Berlin, Streambeam for Global Change, supported by Castor TV, verabschiedet sich jetzt von euch. Wir haben hier sozusagen, seit 6 Uhr sind wir hier vor Ort und haben hier ausgeharrt bei der Mahnwache. Ja, wie bekannt wurde, bis zum 18. diesen Monats ist jetzt erstmal ein Baustopp. Das heißt, der Bauherr möchte bis zum 18. wohl unter Eindruck der Öffentlichkeit nicht weiterbauen hier. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für den Support bei Castor TV. Ja, den nächsten Stream gibt's wohl schon im Laufe der Woche, da muss ich erstmal nachher gucken, weil da tut sich was am Rathaus. Da gibt's Leute, die sind gegen den regierenden Bürgermeister Wobereit. Ob des Fluglärms und der Sache, die man da mit dem BER-Flughafen gemacht hat, ihr erinnert euch sicherlich oder habt es in den Medien wahrgenommen, das BER-Desaster ist ja weit über Berlin hinaus bekannt. Also dazu noch mehr und schon mal angesagt, ab Wochenende haben wir dann einen Kongress. Den Trailer dazu findet ihr auch bei uns auf der Webseite bei www.castortv.de.